Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Omni 2, dem Omnibus Simulator. Hier auf der Karte, wie ihr seht, X10 Berlin, will ich mal wieder seit Ewigkeiten ausprobieren. Jetzt habe ich den Solaris Electric von Sobol. Es gibt aktuell keinen besseren Bus, der auf diese Map passt. Und ja, ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich habe alles schon voreingestellt, fahrplanmäßig. Muss ich noch den Bus hochfahren und dann geht's los. Das ist das gute Stück. Repaint habe ich selber gemacht. Ebenso das Innendesign. Ich bin schon ein paar Mal mit dem Bus gefahren. Ich muss dennoch sagen, ich bin von dem Fahrzeug nicht. Also, es gefällt mir nicht. Nee. Also, es gibt besseres. Hier dieses Dingsbums da, weiß ich nicht. Da kann irgendwas anderes rein. Ein Ibis. Ich bin auch mit dem Almex oder so, aber das hier, nee. Denn es ist schade, dass hier die Innenanzeigen fehlen. Das finde ich ein bisschen schade. Es gibt kein Fahrgastinformationssystem. Man kann 100 Setwas in der CTI eintragen, nur das nicht. So, wie war denn das mit dem Hufern? So. Dann muss ich leider auch sagen, mir gefällt das nicht, dass in dieser Dreitür-Gelenkvariante nicht dieses moderne Dashboard drin ist, sondern das Ding hier. Da habe ich außerdem eine extrem komische Türsteuerung. Mal den Gang rein. Dann schauen wir mal mit Auxi noch. Na, wie waren das? Menü. Einstellung, Fahrersitz. So. Gehen wir mal zurück. Ich habe so Probleme mit Auxi. Mein Auxi verbindet sich nicht mehr mit Omsi. Das ist schade. Naja. Mir ist auch erstmal egal. Wir fahren die Linie X10. Ich weiß nicht, wie man hier mit dem Ding schildert. Deswegen mache ich das mal manuell. Wir fahren zur Drehzeile. Perfekt. Ich finde es ein bisschen unnötig, dass es hier die Funktion gibt, dass man die Dinger aufmachen kann hier. Aber hier drinne Funktionen fehlen wie Innenanzeige oder Heizung. Warte, doch, eine Heizung glaube ich ging, oder? Doch, die ging glaube ich. Irgendwas hat mir hier nicht gepasst, aber bei dem Bus passt mir so vieles nicht. Da kann ich mich schon gar nicht mehr merken. Wir fahren los, würde ich mal sagen. Ich hoffe, ich stelle mich jetzt nicht so blöd an. Es ist so ein bisschen nervig, dass er auch nur 54 km/h fährt. Das ist auch extrem blöd gemacht. Wenn du es mal ganz eilig hast und du sogar schneller fahren kannst, wenn es die Strecke gibt, kannst es mit dem Bus nicht. Hallo. Ja, und diese Hallo. komische, die steigen alle nicht vorne ein. Aber ich glaube, das ist so ein. Machen wir mal Licht an.
Skript-Ding hier, CTI-mäßig. Und dann können wir auch weiter. Ja, mir ist keine Ansagen, nix. Weil ich nicht weiß, was ich einstellen soll hier in dem Ding. Ich bin so Atron, dieses moderne Atron gewohnt. Diesen komischen Knopf hier. Also es bringt mir irgendwie nichts, wenn ich die erste Tür aufmache. Ein paar Leute steigen Hallo. vorne ein, der Rest will Hallo. aber hinten einsteigen unbedingt. Hallo. Also, was schon die Voraussetzung daran? Ist eine Kälte nicht zum Aushalten? Das wird aber hier ganz schön dunkel. Nee. Ich finde ihn ja schick an sich, ne? Das ist es ja nicht. Aber so diese CTI-Hofdatei, die muss man erstmal verstehen. Weiß gar nicht, wie lange ich gebraucht habe. Ich habe so um die Woche gebraucht, das Ding zu verstehen, weil ich A, keine Zeit hatte und B, irgendwann keinen Bock mehr. Schön laut irgendwie. Ihr sollt frieren da hinten. Hält mein Akku auch länger. Also ich bin nicht wirklich überzeugt von dem Bus hier. Wenn man bedenkt, dass er das sowohl auch an der C2 Stadtbusfamilie dran sitzt. Objekt fehlt, okay. Dann weiß man ja, was man da sich demnächst kaufen kann. Also ich sehe all dem, was er macht, generell kritisch. Weil wenn man mal sieht, was er so macht, die MAN-Overhaul-Familie da, die Scania-Overhaul-Familie, die hier, die Solaris-Overhaul, so heißt das hier. Das alles vom Aufbau das gleiche. Haben Sie nicht sowas wie eine Heizung in dem Nö, Bus? Es ist ganz habe ich schön nicht. kalt hier. Heul doch. Wir müssen sparen. Wir fangen hier in der Busse an. Energie ist teuer, ist unbezahlbar.
wird hier manchmal ganz schön dunkel. Wenn ich jetzt vorne aufmache, ich glaube, hier will keiner rein. Hallo. Nee, steigen lieber hinten ein. Schwarzfahrer. Aber hinten. Ja, das ist so ganz blöd gemacht. Weil ich wollte unbedingt mal ein Video mit dem Bus hier machen. So ein bisschen abwechselnd von der Busse her. Und von der Map. Ich habe hier bisher eine Menge Ruckler, die werde ich aber alle rausschneiden. Ich bin jetzt bei einer Videoaufnahme von 25 Minuten. Hier. Ich fahre so selten den X10er, ich weiß gar nicht, was es die nächste Haltestelle ist. Olivarplatz, okay. Den ziehen wir ab. Oh mein Gott, das ist ein Rennen. Das ist ein Rennen. Ja, ich habe jetzt nicht viel zu sagen, ne? Ich fahre jetzt X10 seit Ewigkeiten mal wieder mit einem Bus, den ich gar nicht leiden kann irgendwie. Ich aber mal unbedingt ein Video machen wollte. So ein bisschen Selbstqual hier. Das hier ist der Olivarplatz, oder? Oh, das ruckelt hier. Das ist aber auch zum Teil der Bus. Wenn ich so gesehen habe, dass manche Texturen hier 8000 Pixel haben. Das ist wirklich... Ich hatte hier eine Textur, die habe ich natürlich wieder runtergenommen. Also kleiner gemacht. Ich weiß nicht, was es war, aber 8000 Pixel. Also 8K. Das ist schon heftig. Ist wieder schön hell. Ich weiß gar nicht, was jetzt kommt von der Haltestelle. Adenauerplatz, okay. Der Profi hier unterwegs. Busfahrer, der sich aus seiner Linie nicht auskennt. Also das ist auch so ein bisschen...
Omni läuft viel besser bei mir, wenn ich kein Nebenprogramm offen habe. Also wenn ich kein OBS. Hallo. Wenn ich nicht streame oder keine Aufnahme, läuft Omni viel besser. Ziel. Ich halte schon niemals Hahnsee. By the way, ich fahre jetzt wirklich ungelogen seit Wochen, Monaten das erste Mal wieder X10. Richtig die Linie. Die Map fahre ich öfters, seit ich den neuen Computer wieder habe, aber halt nicht X10. Sondern eher 110 oder 115. Das sind so meine Linien hier drauf. Ich glaube, die Berliner Variante hat auch eine breite Heckmatrix. Die neuen Busse haben ja alle eine breite Heckmatrix mittlerweile. So, und schneller wie jetzt kann er nicht. Das ist echt schade und nervig. Das Wetter ist auch nervig, das ändern wir mal. So. Aber warum mein Auxi jetzt sich hier nicht verbindet, weiß ich auch nicht. Ich habe jetzt Probleme, seit ich das 4 GB Patch installiert habe. Diesen 4 GB Patch. Das passt anscheinend nicht zusammen. So, machen wir mal eine Ansage hier ins Mikro. Hier ist keins. Müssen wir nach hinten brüllen. Uff. Bester Fahrer hier. So, brüllen wir mal nach hinten. Wir halten jetzt Halensee. So. Irgendjemand muss es machen. Keiner von denen steigt jetzt vorne ein, wetten wir? Oha, 1, 2, 3. Hallo. Okay, ich habe jetzt nichts gesagt. Aber spät anzublinken. Na, falsche Taste.
Ich hab's nicht so drin. Ich glaube, ich sollte noch mal üben mit dem Fahren. So, nach Halensee. Bismarckplatz. Okay. Müsste da jetzt sein, oder? Ein bisschen grob in Erinnerung habe ich noch, wo was ist. Ist doch hier, oder? Ja. Geht auch vorne rein, ne? Okay, dann nicht. Das ist Pech. Jetzt kommt Josef-Joachim-Platz, glaube ich. Schön leise auf jeden Fall, wenn es nicht scheppern würde. Ja, ist es die? Nee. Haben wir noch Doppeldecker unterwegs hier? Noch gibt's die. Ist schade, dass die verschwinden. Aber naja. Ich glaube, die nächste ist es. Ja, die ist es. Ich erinnere mich. Die Erinnerung kommt zurück. Wieder nicht vorne. Huch. Ich verwechsel die Tasten immer. Da huscht er leise hin. Geh doch jemand raus.
Dann steig doch aus! Meine Güte! Türfreigabe war drinne. Muss mal alles hier für die dummen Fahrgäste machen. Ach, schade. Was macht ihr da hinten? Mich würde interessieren. Ich hatte irgendeine Textur gesehen. Ob ich das Ding da oben durchschalten kann. Sind Lampen. Ja. Was kommt jetzt? Jetzt kommt die Königin Luise Straße Claire. Okay. Ja, ich sehe mit dem Ding hier irgendwie nicht durch. Schildern auf der Map hier ist schwierig. Sehr monoton. Wir genießen einfach die Ruhe. Ich bin anscheinend ein sehr strenger Busfahrer, was dazu führt, dass die Fahrgäste sehr ruhig sind. Nämlich. Kann ich akzeptieren. Das regt mich immer so auf frühs, wenn ich mal im Bus unterwegs bin, dass sie dann so laut sind, die Jugendlichen, also ja, das heißt Jugendliche, die Kinder. Das ist dann immer so schön, wenn der Busfahrer irgendwas sagt, Ruhe, und dann ist Ruhe. Der ist eilig, der ist schon draußen. Das Bremsen muss ich hier noch so ein bisschen üben mit dem Bus. Weil der bremst ganz schön ruckartig. Bremse ich zu doll, stehe ich auch sofort. Ja, das ist so schade, dass der hier nicht dieses neue Dashboard drin hat. Dieses Touch-Dashboard. Es gibt hier welche, die haben das, aber halt nur die Viertürer oder die Dreitürer-Solobusse.
Und ich kann mit Viertürer-Gelenkbusse oder Dreitürer-Solo-Busse nichts anfangen. Gar nicht meins. Eine Verspätung. Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass die echten Elektrobusse hier auch nur 54 km/h fahren können. Das ist doch ein Witz. Ich ziehe mir ab. Oh, was. Muss das Fahren, glaube ich, noch mal lernen. Man merkt, ich fahre mittlerweile wirklich so selten Omsi. Wirklich nur für Probefahrten oder so. Ansonsten bin ich fast nur noch im Editor oder gar nicht mehr mit Omsi. Weil ich einfach so die Schnauze voll von diesem scheiß Spiel habe. Schick vorne eh keinen ein. Hallo. Auch noch schönes Thumbnail. Okay. Was jetzt hier? Achso. Wir machen irgendwie nur Verspätung hier. Obwohl ich ja schon die ganze Zeit hier Vollgas gebe.
Ich bild mir das jetzt doch nicht ein, dass es hier mal hell und dunkel wird, oder? Das ist Wetter. Wo sind wir hier? Hallo. Schützenallee, okay. Oh. Oh. Habe ich wohl was überschrieben aus Versehen. Es kann aber nicht wahr sein, dass wir hier mit 54 km/h die Straße runterbrettern und mittlerweile 3 Minuten Verspätung haben. Zehlendorf Eiche ist die nächste. Okay. Ja. Danke sehr. Was für ein Lockenspiel hier. Seit Jahren parkt er da. Dass hier niemand abschleppt, ist eine Schande. Da sind wir, oder? Ja, extrem. Ich vergesse immer wieder den Blinker auszumachen. Hier. Ich finde das übelst faszinierend. Das ist mir noch nie aufgefallen bei den Bussen in echt. Ich bin, glaube ich, nur ein oder zwei Mal bisher mit den neuen E-Solaris gefahren. Und was mir da, wie es rüberkam, war gar nicht qualitätsvoll. Das war übelstes Plastik, das Ding. Und die Ansagen. Lautsprecher haben sich auch nach billig angehört. Hier die LED-Streifen, die sind mir gar nicht aufgefallen, als ich das erste und letzte Mal mit denen gefahren bin. Das finde ich auch cool, das hat was. Das finde ich tatsächlich cool. Das fehlt in den Mercedes-Benz-Dingern, finde ich. Na, wer weiß, vielleicht kommt das ja noch. Aber dass man das auch nicht CTI-mäßig ändern kann hier mit dem Dashboard, das ärgert mich auch. Ich habe halt gar keine Ahnung vom Modden, sonst hätte ich mir das schon längst irgendwie umgemoddet. Jemand ein bisschen Geld.
Hallo. Ihr braucht nicht Hallo sagen, wenn ihr da hinten einsteigt. Cool, Köppe. So, dann kommt jetzt da vorne die Haltestelle, glaube ich. Ach, nur Straße, Schweizer Hofpark. Ja, ach, dann sind wir sogar schon gleich da. Dann ging das ja recht flott. Das sieht auch ewig Zeit, wenn die hier rumbangen. Ihr dürft auch vorne rein, ne? Hallo. Geht doch. Hallo. Ich hab gerade gesehen, das blinkt sogar hier vorne. Das ist ja cool. Das fiel mir auch gerade erst auf. Das kann sein, jetzt wo ich hier weiter Verspätung mache, dass Auxi immer noch im Hintergrund läuft und die Zeit synchronisiert. Das wäre natürlich doof. Jetzt kommt Schweizer Hofpark. Wir fahren mal ein bisschen schneller, ein bisschen Zeit aufholen hier. Ah, den dreht doch fast raus. Einfach nur ein bisschen einfahren und dann geht das auch wieder. Na, das ist noch.
Das noch richtig grün hier. Orangen. Grün. Ich glaube, dann wird das höchste Eisenbahn, hier neue Doppeldecker anzuschaffen. Weil dann sind ja die Doppeldecker hier veraltet. Dann müssen jetzt die neuen Alexander Dennis her. Für die Map. Kann ja nicht sein, dass die Map hier Status 2000, Stand 2015 war das? 13, 15? Weiß er schon gar nicht mehr. Irgendwas so. Ich glaube 15 war das. Ich glaube, da ist auch nur noch eine Frage der Zeit, bis wahrscheinlich die ADLs gebaut werden. An sich könnte man ja sagen, es gibt die schon. Es gibt aber nur die 400er. Wir brauchen ja die 500er. Mir vergeht ja die 500er. Dieses Studio Polygon stellt aber nur die 400er zur Verfügung. Danke. Dachte, das geht. Schade. Hallo, Kollege. Okay, noch eine. Dann haben wir's. Dann ist Endhaltestelle. Das hier schon rein? Ne, das war eine weiter oder so. Das war da. Okay. Irgendwie so war das. So ganz vage kann ich mich dran erinnern. Achso. So, meine lieben Fahrgäste, wir haben die Endhaltestelle erreicht. Ihr steigt bitte alle aus. Wer drinnen bleibt, fährt zurück und kauft sich bitte auch ein neues Ticket. Der kauft sich überhaupt ein Ticket, weil es hat sich keiner Ticket gekauft hier. So machen. Keiner mehr drin oder was? In der CTI ist eingestellt automatische Türsteuerung. Nichts da. Wir ändern das mal um hier. Nichts da, muss man alles manuell machen.
So, ich würde sagen, hier machen wir Ente. Ente im Gelände. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, für eure Geduld. Ihr könnt ja gerne, um auf dem Laufenden zu bleiben, mir auf Instagram folgen. Link zur Webseite von mir. Zum Download meiner Map. Wer meine Map gerne haben will, Pampa Nord. Alles in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns, hören wir uns beim nächsten Mal.